Dum, dum, dum. Hallo! Willkommen zurück. Nach einer längeren Sommerpause sind wir wieder da. Genau. Die Matrixer mit einem neuen Thema und einem neuen Video. Frisch aus dem Urlaub. Ja. Wir haben immer Urlaub. Wir sehen braun aus, sind kaum noch von anderen ethnischen Rassen zu unterscheiden. Ja, was haben wir heute für ein Thema? Probleme. Probleme. Probleme über Probleme. Ja. Probleme in der Dissoziation. Ja, obwohl heutzutage soll man nicht mehr Probleme sagen, sondern Projekte, habe ich gehört. Okay, ist mir neu, aber schön, dass wir drüber gesprochen Weil, haben. wenn man sagt, es ist ein Problem, dann macht es das schon problematisch. Ja, das ist natürlich klar. Und wenn man sagt, ich habe ein Projekt und nicht ein Problem, ist das konstruktiver. Ja, weil wenn man sagt Problem, dann macht das mal, ja, macht man ein Problem draus. Richtig. Na, wie man aus einer Mücke einen Elefanten macht. Genau. Wie immer das aussehen mag. Na. Wir sind Und wie Shiva immer und das ja, funktioniert. wir und immer das ja. Ja, wir sind Shiva und Jonathan, die Matrixer. Willkommen zu unserem neuen Video. Projekte in der Dissoziation. Richtig, und zwar haben uns einige Leute geschrieben. Ja. Und zwar haben wir ja gesagt, Leute, übt die spirituelle Dissoziation und dann könnt ihr all die Dinge, von denen wir hier so in unseren Videos sprechen, auch selbst sehen und müsst euch dann nicht auf unser Wort verlassen oder auf unsere Geschichten oder auf unsere Erfahrungen. Weil viele sagen ja auch, oh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Nee, die labern Mist, ne? Und so weiter und so weiter. Und deshalb sagen wir immer, übt selbst die spirituelle Dissoziation und schaut selber nach, wie es sich verhält. Und das haben viele gemacht. Sehr viele. Na, also uns haben immer wieder Leute geschrieben, haben gesagt, das ist unfassbar. Seitdem ich die Dissoziation anwende, sehe ich genau das, wovon ihr immer redet. Ja, sehr viele. Ja, und das Witzige daran ist, oder das Interessante, besser gesagt, alle sehen das Gleiche. Alle sehen das Gleiche. Ja, und das ist doch verrückt, oder? Sie erkennen die Matrix, die Kulissen, die Statisten haben sehr spannende Selbsterkenntnisse, Erkenntnisse, was das Universum etc. betrifft. Und ja, Es ist schon erstaunlich. sehr, für uns nicht erstaunlich, ne? Aber für diejenigen, die vorher gesagt hatten, ja, ob das alles so stimmt, was ihr sagt, haben dann die spirituelle Dissoziation angewendet und haben es dann auch gesehen. Ne? Ja. Und für die war das natürlich sehr erstaunlich. Ja. Ja, und dann haben natürlich einige geschrieben und haben gesagt, ja, wie kann ich die Dissoziation lernen? Wie mache ich das? Und ich will das unbedingt, mir ist das völlig egal, was dann passieren kann oder möglich ist. Ich will das erlernen und wenn ich das richtig erlerne, dann verlasse ich die Matrix. Haben viele geschrieben. Haben viele geschrieben, das ist Ja. wahr. Und manche von denen, die uns so geschrieben haben, haben dann Monate später auch wieder geschrieben und haben gesagt, ich fühle mich jetzt so komisch. Oder ich habe irgendwie jetzt Ängste. Oder ja, ich fühle mich irgendwie depressiv. Kann man das alles wieder rückgängig machen? Wie kann man das Gegenteil von der spirituellen Dissoziation anwenden? Ja. Und darum haben wir jetzt dieses Video gemacht, um eben darüber zu sprechen, was eben auch passieren kann in der Dissoziation, dass eben bei Anfängern das erstmal nicht so läuft, dass man sich damit total toll fühlt und denkt, ja, gleich öffnet sich ein Portal und zack, bin ich raus aus der Matrix, sondern dass natürlich erstmal auch Zustände auftauchen können, von denen das höhere Selbst dann denkt, nee, bevor der aus der Matrix rausgeht, muss der erstmal das Problem lösen und das Problem Das lösen. Projekt angehen, das Genau, ja, genau, richtig. Projekt. Vielen Dank. Das Projekt angehen, das Projekt angehen. Und wenn er das zufriedenstellend gelöst hat,
Dann reden wir nochmal über das Portal. Genau. Ja, uns ging es ja am Anfang ähnlich. Vor 20 Jahren etwa habe ich ja für mich die Dissoziation entdeckt und intensiv praktiziert. Und intensiv praktiziert habe dann auch Zustände erlebt, Erkenntnisse, universale Erkenntnisse gehabt, die mich dann auch für ein halbes Jahr völlig rauskatapultiert hatten und mich auch in eine Depression gestürzt hatten, weil ich hatte gar keine Ahnung, niemanden, mit dem ich darüber reden konnte, keiner, der da war und mir hätte erklären können, was ich da gesehen habe oder ob das jetzt so alles stimmt. Und obwohl in dem Moment weißt du, dass es stimmt, aber naja, wenn man wirklich sehr jung ist und Erfahrungen macht, von denen man nie dachte, dass sie möglich sind, und dann doch passieren und niemand ist da, du bist ganz für dich allein in deinem Kämmerchen und denkst, Scheiße, echt jetzt? Dann ja, kann ich das schon mal raushauen. Und ich hatte damals sehr starke Ängste, wollte nichts mehr mit der Spiritualität zu tun hatten, war wirklich depressiv ein halbes Jahr. Du hattest also gar keinen Bock mehr auf Spiritualität. Ich hatte auf gar nichts mehr Bock. Weil die Erkenntnis damals, diese Erkenntnisse oder was ich erlebt hatte, so, ja, schockierend waren. Mhm. Und ich damit nicht wirklich umgehen konnte und mir nicht vorstellen könnte, dass das so wahr sein soll alles. Und war es aber. Und das fand ich echt uncool damals. Mhm. Ja. Und dann kam noch dazu, dass ich nicht mehr denken konnte, ein halbes Jahr lang. Ich konnte nur noch denken, was soll ich jetzt denken, was soll ich jetzt denken? Ich kann nichts mehr denken. Das war das Einzige, was ein halbes Jahr in meinem Kopf war. Das hat mich auch noch zusätzlich echt ein bisschen fertig gemacht, weil ich hatte wirklich exzessiv das Nichtdenken und das Dissoziieren geübt auf meine Weise. Damals noch mit verschiedensten Techniken. Aber ja, war nicht so sexy, würde ich sagen. Ja, jetzt bist du dran. Was war denn deine erste Disso-Erfahrung? Ja, meine erste Disse-Erfahrung war, dass ich erstmal in die Ängste geschleudert wurde. Ja, wie bei mir. Hm. Hatte ich eine Angst. Und das als erwachsener, gestandener Mann. Ich war ja jetzt nicht irgendwie zu der Zeit irgendwie 18 oder so, ne, oder 20. Okay. Ich hatte solche Ängste. Okay, es war so, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 oder so. Ende 20, glaube ich. Als ich mal so richtig dissoziiert habe und so richtig reinkam in den dissoziativen Zustand. Ich hatte solche Ängste, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hatte vor allem Scheißangst. Ich hatte sogar Angst vor einer Kaffeekanne. Ja. Nein. Ja, da stand nee. Eine Kaffeekanne auf dem Tisch und die machte immer so. Und ich dachte, ich hatte plötzlich Angst. Gleich explodiert die. Ah ja, das ist jetzt. Ja. Gleich fliegt der Deckel ab oder die Kanne explodiert oder so. Oder wenn ich an der Tankstelle vorbeigefahren bin, fand ich sehr unangenehm. Ja, die hätten könnte explodieren. Ja explodieren. Ja. Oder du bist im Auto gefahren und vor dir stand irgendwie so ein Tankwagen. Ja, genau, das könnte explodieren. Ja, paranoid war man extrem. Ne? Richtig, stimmt. Also ich hatte wirklich Ängste ja. Und Paranoia, das mhm, wechselte genau. Sich ab. Dann auch, wenn ich abends ins Bett wollte, habe ich das Licht nicht ausgemacht. Ich auch nicht. So eine Ängste hatte, weil ich dachte, wenn ich das Licht ausmache, dann kommen alle Dämonen und aus Aliens. Der Hölle wegen mir vorbei und alle Aliens bringen genau. Die noch mit. Ja. Ja, genau, das war meins auch. Ja, also das waren so meine Anfänge. Interessant, dass wir da auch das Gleiche eigentlich, hatten wir noch nie besprochen, aber auch die gleichen Erfahrungen. Ja, richtig. Und dann habe ich dann immer Licht angelassen. Ich hatte noch Musik an zusätzlich. Ach so. Ja, also manchmal war das so stark mit diesen Ängsten, dass ich dann den Fernseher ließ, ja, bis ich eingenickt war. Und ja, das waren so meine Anfänge mit der Disso. Und das war eine unangenehme Zeit. Das hat sich also 3 Wochen lang hingezogen. Da warst du aber schnell. Mit diesen starken Ängsten, ja. Aber ich habe ja auch weiter Disso gemacht. Ich habe mich also nicht abbringen lassen, auch wenn ich so wie du dachte, oh, ich fühle mich jetzt so, als will ich mit Spiritualität und Disso nichts mehr zu tun haben. Ich war auch noch ein paar Jahre jünger. Ja, aber ich hatte das auch. Also am Anfang, die ersten Tage, dachte ich auch, ich will nichts mehr mit zu tun haben.
Das ist mir einfach zu gruselig, Das das war ganze Thema. gruselig, ja. Es war eben richtig gruselig, ne? Wenn du abends ins Bett gehen willst und kannst dich nicht schön entspannen im Bett und dich auf deinen Traum oder Schlaf vorbereiten, oh, und dann stürmen plötzlich Gedanken in deinen Kopf über Dämonen und Aliens und was weiß ich nicht alles. Ja. Ist halt nicht schön. Fürs Ego vor allem Dingen nicht schön. Weil das Ego will ja seine Ruhe haben, wenn er ins Bett geht und will sich entspannen und vielleicht ein bisschen meditieren, vielleicht einen tollen luziden Traum haben oder einfach nur schlafen, tief durchschlafen und am anderen Morgen frisch und quicklebendig erwachen. Ja. Und ich lag dann aber da im Bett und woran musste ich denken? Als Kind haben meine Eltern mir immer das Lied vorgespielt, und so Gott will, wirst du morgen wieder geweckt. Ach so, das ist schon sehr gruselig, so Und Gott ich will. dachte so, warum spielen Eltern sowas einem Kind vor? Ja. Wenn Gott will, wirst du morgen vielleicht wieder wach. Und wenn er keinen Bock drauf hat, dann bist du morgen tot. Ne? Ja, aber was ist da passiert mit uns oder mit mir oder wie auch immer? Ja. Richtig. Das nennt man in der spirituellen Szene, um es jetzt mal so standardisiert auszudrücken, Glaubenssatzarbeit, Leute. Die Glaubenssätze, die euch nämlich immer noch in eurem Unterbewusstsein dahin leiern, kommen dann nämlich ins Bewusstsein. Schaut euch doch an, was da läuft. Anscheinend hatte ich einen Glaubenssatz, wo ich daran glaube, dass es Dämonen gibt, dass es eine Hölle gibt, dass diese Dämonen alle nur wegen mir kommen und mich zu verschleppen, zu striezen, zu ärgern oder negativ zu beeinflussen. Oder dass ich Angst vor Explosionen habe. Vielleicht habe ich das aus irgendeinem Leben erlebt. Ne? Ich glaube Oder zu aus. viele Actionfilme geguckt. Ach Nein. so. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass ich in einem Leben mal auf eine Landmine getreten bin. Ach so, okay. Das könnte daherkommen, dass ich eben da durch eine Explosion gestorben bin in einem anderen Leben und das irgendwo noch im Unterbewusstsein als ein Glaubenssatz eben rumflog und dann plötzlich da ins Bewusstsein gehoben wurde. Da kam eben alles hoch. Und darum kamen bei mir erstmal die Ängste hoch, um eben die ängstlichen Glaubenssätze mir bewusst zu machen. Der Punkt ist natürlich, in der Disso ist das nicht so, dass dann einer neben dir steht und sagt, hey, du hast da noch so einen Glaubenssatz, ne? Keiner ist da. Ja, das hat mit Alien zu tun, die dich vielleicht mal entführt haben oder was weiß ich. So ist es nicht, sondern du erlebst es. Wenn du die Disso machst und kommst dann in den Angstzustand hinein, wo dir eben diese ganzen Glaubenssätze bewusst werden können, und das ist auch die große Chance. Das höhere Selbst löst diese Angst nicht aus, um dich zu ärgern, sondern das höhere Selbst löst diese Angst aus, um dir Glaubenssätze bewusst zu machen, die dich auf deinem spirituellen Weg noch behindern oder stören. Man sieht ja bei Shiva zum Beispiel, dass sie dann dachte, ich will mit Spiritualität nichts mehr zu tun haben. Da war also ein Glaubenssatz, der war so stark, dass er sie glatt vom Weg abgebracht hätte. Und wie hast du das gelöst dann? Ja, eigentlich ähnlich so wie du. Nach ein paar Monaten dachte ich, nee, das ist halt auch nicht der Weg. Es gehört zu mir, es ist ein Teil von mir. Ich oder meine Seele möchte sich weiter erfahren. Ich war ja noch extrem jung zu dem Zeitpunkt und noch dumm und naiv und all diese Geschichten, aber irgendwann dachte ich, nee, so kann es halt auch nicht weitergehen. Mich fasziniert das alles und ich will weitermachen. Egal, wie schockierend die Wahrheit ist oder war, wie auch immer. Und Ja. eigentlich ähnlich wie bei dir, ja. Ja, bei mir war es ja so, dass ich da jetzt erstmal keine Wahrheiten gesehen habe. Ne, sondern bei mir kamen erstmal diese ganzen Ängste hoch und natürlich die Glaubenssätze, die mit diesen Ängsten verknüpft waren. Wie die Angst vor Dämonen, Aliens, Explosionen. Ne. Ich erinnere mich noch an einen Tag, da bin ich durch den Schnee gelaufen, weil Winter war. Ich hatte eine Freundin besucht und bin dann abends nach Hause gegangen und fühlte mich dann plötzlich bedroht und verfolgt. Ja, das hatte ich auch Ja, immer. ich hatte das Gefühl, mir geht jemand hinterher, der will nur wissen, wo ich wohne. Ne? Und dann bin ich rückwärts durch den Schnee gelaufen, um meine Spuren zu verwischen.
Ja, man sieht Ja, aber das also, ist schon wahr. welche bekloppten Handlungen man so macht. War bei mir Ja. ähnlich. Ich dachte dann immer, Ja. wenn ich Bus gefahren bin, dass da die Leute, die da stehen, die verfolgen mich. Oder wenn ich nach Hause gegangen bin, dann, die verfolgen mich. Und dann bin ich extra ausgestiegen an Stationen, wo ich hätte eigentlich weiterfahren müssen und so Geschichten auch, eben. Richtig, genau. Man war schon sehr paranoid plötzlich. Ja, man war schon paranoid. Also, was ist da für ein Glaubenssatz hinter? Eben. Und da ist das nämlich auch, es muss nicht unbedingt ein Glaubenssatz sein, der auch dahinter steht, sondern es kann nämlich eine Erkenntnis sein, die dahinter steht. Ja, genau. Und zwar diese Angst bezog sich darauf, dass man vielleicht verfolgt wird, beobachtet wird, und so weiter. Dahinter steht nämlich eine Erkenntnis, die man machen kann. Das Problem ist dann nämlich nicht ein Glaubenssatz, sondern die Färbung der Erkenntnis. Eben, Die die Erkenntnis wird Filter. überlagert mit einem Angst, mit einer Angstfrequenz. Das kennt ihr ja auch eventuell, weiß ich jetzt nicht, vielleicht, dass ihr vor dem schwarzen Portal gestanden habt und habt dann gesehen, was für eine starke Angst und Bedrohung dieses Portal ausstrahlt. Und die meisten dann denken, ach nee, ich gehe lieber doch ins Licht. Genau. Ne? Und so verhält sich das auch in uns. Das heißt, die Angst zeigt dir ein Portal zu einer Erkenntnis. Aber du siehst erstmal nur die Angst und du empfindest erstmal nur die Angst. Und darum muss man eben diese Angst klären, sozusagen. Man muss halt diese Angst reinigen, damit die Erkenntnis darunter sich eben offenbaren kann. Und aus dem Grund muss man durch diese Angst durch. Die Angst ist praktisch die Brücke. Hätte ich das vielleicht damals schon gewusst, dass die Angst die Brücke auf die andere Seite ist, wo einfach nur Klarheit und ja, alles ist, dann ja, vielleicht hätte ich weitergemacht. Vielleicht wäre ich auch anders mit der ganzen Sache damals umgegangen, wenn ich gewusst hätte, die Angst ist nicht da, um mich zu ärgern oder keine Ahnung, mich vom Weg abzubringen, ja, irgendwo halt schon, aber sondern dass sie einfach die Brücke ist. Allein mit dem Richtig. Wissen hätte ich wahrscheinlich anders agiert und hätte weitergemacht direkt und ja. Ne? Ja, genau. Es ist die Brücke, du sagst es. Die Angst ist das Portal. Das Portal zu euren Erkenntnissen, die in euch schlummern und darauf warten, dass sie entdeckt werden. Und diese Ängste sind ja eben der Weg dahin. Das heißt also, ihr habt die Erkenntnis unten liegen, im Unterbewusstsein, darüber liegt die Angst. Und darüber liegt eben das Ego, das dann plötzlich die Angst ganz intensiv wahrnimmt. Durch Paranoia oder durch Gruselgefühle oder durch andere Ängste, die da auftauchen können, dass irgendwas nicht mit euch in Ordnung ist, dass ihr jetzt psychisch krank seid, dass ihr einen psychischen Knacks habt. Ja, da kommen sehr viele Gedanken, dann kommen Ja. plötzlich. Das Ego ist da sehr erfinderisch, das darf man nicht unterschätzen. Und ja, darüber, da müsst, das muss euch einfach klar sein. Das ist nur das Ego, das jetzt plötzlich auf diese Angstmauer trifft. Und ja, mit dem Wissen dann, seitdem freut man sich mehr oder weniger darauf, weil wenn du weißt, du bist bei der Angst, dann weißt du, oh, da kommt jetzt auf der anderen Seite die Erkenntnis. Also kann man sich in dem Sinn jetzt praktisch auf die Angst freuen. Es ist einfach eine andere Sichtweise darauf. Klar, man ist jetzt nicht jubelnd, hey, Angst. Aber das vielleicht hilft es dem einen oder anderen zu wissen, dass die Angst dir nichts Böses will, sondern dir eigentlich helfen will in dem Sinne. Ja, korrekt. Also es ist auch ein großes Vertrauen zum höheren Selbst notwendig. Wenn ihr Angst habt, denken nämlich schon einige wieder, boah, ich will nichts mehr zu tun haben. Ich will diese Ängste nicht haben. Natürlich will das Ego diese Angst nicht haben und natürlich will das Ego sich wieder so fühlen wie immer. Stark, ausgeglichen, cool oder was auch immer. Aber euer höheres Selbst sieht das anders. Euer höheres Selbst sagt, ja. Wenn du wirklich weiter willst auf deinem spirituellen Weg, wenn du wirklich dein Bewusstsein erweitern willst, musst du halt durch das Tal der Tränen, ne? Oder das Tal der Ängste oder wie auch immer. Und ihr seid ja auch nicht allein damit, wie wir damals, wo niemand war, keine Bücher, kein gar nichts. Ihr seid nicht allein, ihr habt uns. Wir können euch sagen, was ihr eventuell schon erlebt oder erfahren habt oder womit ihr nicht umgehen könnt, wenn ihr was erlebt habt, was euch völlig fremd ist. Wir haben wirklich schon sehr viele Zustände erlebt.
Wir haben unseren Online-Kurs, du hast 3 Bücher über die Dissoziation geschrieben. Also ihr seid nicht allein damit, wenn ihr die Disso praktiziert und plötzlich einen Zustand erlebt, der euch völlig unbekannt oder verängstigt zurücklässt. Ja, ihr könnt uns schreiben, wie gesagt, Kurse besuchen, Bücher lesen, wie auch immer. Es ist alles da und ja, wir sind da an eurer Seite und unterstützen euch. Ja, in jedem Fall. Und es verhält sich ja auch so, dass es eben dazugehört zum Weg. Da gibt es eben manchmal Talfahrten und dann geht es wieder nach oben. Und da kommt man halt nicht umhin. Denn wenn das Höhere selbst sieht, dass dein Pool an Glaubenssätzen noch viele Einstellungen besitzt, Überzeugungen besitzt, da kann man ja gar nicht mehr von Glaubenssätzen sprechen, weil das heißt, ja. Glaubenssätze denkt man immer, dass jemand sagt, ich glaube das. Nee, Überzeugungen sind das. Große absolute, Systeme. Erhärtete Überzeugungen, eine ganze Kette von Überzeugungen, die sich gegenseitig bestätigen und für euch dann schon als Beweis existiert. Und dieser Beweis, wobei das höhere Selbst, euer höheres Selbst dann denkt, ja, tut mir leid, liebes Ego, aber den Beweis, den du da anbringst, der gilt bei mir nicht. Der ist Schwachsinn. Aber das Ego ist 100% überzeugt, dass es so ist. 100%ig. Er hat 32 Erfahrungen dazu gemacht, 25 Bücher gelesen und mit 317 Leuten gesprochen, die der gleichen Meinung sind. Also ist das eine erhärtete oder verhärtete Überzeugung und kein Glaubenssatz mehr. Glaubenssatz klingt immer so relativ. Ja, das klingt wirklich, eigentlich ist es ein Riesenkonstrukt, was sich zusammengebastelt hat im Laufe der Zeit. Ja, ein System aus Überzeugungs- und Glaubenssätzen. Ja, und wenn man nämlich von etwas überzeugt ist, wird euer Ego dann auch immer stets nach Beweisen suchen in der Realität. Und das stärkt dann diese Überzeugung dann nur noch. Und darum ist es irgendwann eigentlich ein Beweis für einen selbst. Ein subjektiver Beweis oder so. Mhm. Subjektive Beweise wäre vielleicht ein interessantes Wort. Eigentlich schon, ja. Oder subjektive Überzeugung. Ja. Aber in Wirklichkeit sind es eigentlich Glaubenssätze. Also auch eine erhärtete Überzeugung ist in Wirklichkeit eigentlich nur Glaube, der aber nicht mehr als Glaube betrachtet wird. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Und das muss natürlich auf irgendeine Weise dann aus der Sicht eures höheren Selbstes dann aufgelöst werden. Und es reicht aber nicht, jemandem zu sagen, du, diesen Glaubenssatz, den du da hast, der stimmt nicht. Nee. Auch wenn du davon überzeugt bist, dass der stimmt. Das reicht nicht. Du kannst das einem nicht sagen. Ne, genau wie ich jetzt nicht zu Shiva sagen kann, es ist ein Glaubenssatz, dass du nicht durch Wände gehen kannst. Ja, das reicht einfach nicht. Das reicht nicht, dass Shiva dann sagt, oh ja, stimmt, du hast ja recht, eigentlich leben kann wir ich in durch einem Wände Quantenuniversum gehen. Und da gibt es eigentlich diese Wand nicht wirklich und Shiva rennt los und knallt gegen die Wand. Ja, warum knallt sie denn gegen die Wand? Sie hat doch gerade verstanden, dass das Universum ein Quantenuniversum ist und dass eine Wand nur eine Illusion ist. Das ist so das Beispiel, was ich jetzt anbringen wollte, um klarzustellen, wenn einer einem das sagt, reicht das nicht. Und selbst wenn ich 100 Bücher lese, reicht das nicht. Ja, auch dann nicht. Und deshalb wird das höhere Selbst dann auch denken, ja, wenn ich dem jetzt diese Erkenntnis mitteile, reicht das nicht. Er muss es erleben, erfahren, er muss es selbst sehen. Und das höhere Selbst denkt da genauso wie wir, man muss es selbst sehen und es durchleben. Und erst dann ist es möglich, eine solche Überzeugung ja, wieder zu relativieren und zu einer Erkenntnis zu erlangen, die wesentlich mehr zutrifft als die Überzeugung, über die man da gerade ja, verfügt. Ihr müsst euch immer vergegenwärtigen, es wird niemand kommen und euch retten. Wenn ihr nach Hause wollt, zurück zur Ganzheit, zurück zum wahren Selbst, raus aus der Matrix, kommt niemand, der sagt, die Erde steigt jetzt auf 5D und du steigst mit auf und alle Probleme werden für dich gelöst. Nein, du musst durch all diese Glaubenssätze, Ängste etc. hindurch, wenn du wirklich nach Hause willst, ist der Weg nicht in Zuckerwatte gepackt. Ja. Ja, die spirituelle Dissoziation ist kein Ponyhof. Nee, und auch tatsächlich der einzige Weg, um nach Hause zu kommen. Ja. Und da musst du wirklich durch alles durch. Und der Weg ist
manchmal ja, etwas steinig. steinig. Ja. Und das ist eben der Punkt. Die spirituelle Dissoziation kann dir sofort Erkenntnisse zeigen. Ist möglich. Du siehst dann die Statisten, du siehst die Kulissen, du siehst, dass wir in einer simulierten Realität leben und so weiter und so weiter. Du siehst es dann mit deinen eigenen Augen. Aber es kann durchaus sein, dass euer höheres Selbst andere Pläne hat. Und zeigt euch erstmal diese Erkenntnisse nicht. Denkt so, das ist jetzt nicht gerade so wichtig, ne? Wichtiger ist, dass dieser Glaubenssatz aufgelöst wird, dieser Glaubenssatz und darum schmeiße ich dich jetzt in diesen Zustand rein. Ne. Ne? Entweder hast du danach keine Lust mehr auf Spiritualität oder du erkennst die Glaubenssätze und transzendierst sie. Das ist so die Einstellung des höheren Selbstes. Und das höhere Selbst ist in der Regel immer ein Therapeut, der die Ja, Methode Theorie liebt. verfolgt. Ja. Der mag es. Konfrontation. Ja. Reinschmeißen Das ist wie, und als wenn du gucken, wie er sich Spinnenangst verhält. hättest und gehst in den Spinnenpool. Zum Beispiel. Ja. Und da verhält es sich so, dass das höhere Selbst immer sagt, nee, direkt auseinandersetzen mit dem Problem und im Kampf auflösen. Dann kommen auch irgendwann die coolen Sachen. Und im Kampf weiß das höhere Selbst dann auch gleichzeitig, wie fundiert deine Entscheidung überhaupt ist, die Matrix verlassen zu wollen. Denn wenn so ein bisschen Ängste auftauchen, auch wenn sie stark und intensiv sein können, wenn du dann schon das Handtuch schmeißt, dann ja, versuchen wir es im nächsten Leben oder so. So sieht es dann aus, denkt sich das höhere Selbst dann auch. Ja, wenn er jetzt schon kneift oder so. Na. Ja. Und bei mir war das so, das hat sich 3 Wochen lang hingezogen mit den Ängsten. Und richtige heftige Ängste. Überleg mal, man muss schon heftige Ängste haben, dass man sich wie ein Kleinkind fühlt, das 5 Jahre alt ist Ja. und nur noch bei Licht und Fernsehen einschlafen möchte. Und das als erwachsener Mann oder als erwachsene Frau. Da sieht man mal, wie stark diese Ängste noch in uns schlummern. Und sie gehen noch stärker. Und die gehen sogar noch stärker. Also es können Ängste auftauchen, die sind so stark, dass du eigentlich dann nur noch die Bettdecke über den Kopf ziehst und dann bibberst wie ein Verrückter oder sonst was. Das kann also bis ins Extremste gehen. Und das hat auch seinen Grund. Also das jetzt nur zum Projekt Ängste in der Dissoziation. Es gibt ja noch 2 andere Punkte, die auftauchen können, wie Depressionen Ja, können auftauchen. hatte ich auch dabei und zwar gar nicht zu wenig. Ja, aber heute geht es nur um die Ängste, würde ich sagen. Das nächste Mal geht es dann um die anderen ja, emotionalen Zustände, in die ein das höhere Selbst hineinschmeißen kann. Genau, würde ich auch sagen. Damit unsere Videos mal ein bisschen weniger lang sind Ja. und ihr Geduld habt, sie zu Ende zu schauen. So ist es. Ja, dann würde ich sagen, zum Thema Ängste könnte man immer noch sehr viel sagen, weil das wirklich ein komplexes Thema ist und ja, viele Ängste auslöst. Ja, ich meine, es ist ja auch heute noch so, wenn man mal dissoziiert, dass da immer noch etwas Angst hochkommen kann. Natürlich, es Ja. ist auch richtig so, weil würde Ja. sie nicht da sein, wären wir ja schon beim höheren Selbst. Richtig. Also die Angst wird einen sehr, sehr viele Jahre begleiten. Es ist nur die Frage eben, wie du damit umgehst, wie du, aus welcher Perspektive du die Angst wahrnehmen möchtest auch. Nimmst du sie als Freund wahr oder als Feind? Ja. Darum, Ängste sind Portale. Das ist da die Erkenntnis, die dahinter steht. Und diese Portale führen einen immer entweder zu Erkenntnissen oder sogar in alternative Realitäten, Nebenrealitäten, die euch dann auffallen. An Erinnerungen können sie euch führen An und alles. natürlich eigentlich ja auch an die Glaubenssätze heranführen. Und darum ist es wichtig, sich mit diesen Ängsten eben zu konfrontieren. Und so sieht das höhere Selbst das auch. Und wenn ihr dann dissoziiert, denkt sich das höhere Selbst, haha, da ist er ja. Ja. Da ist er ja. Endlich kommt er mal persönlich vorbei. Ne? Ja. Und dann schickt er euch dann sowas. Ne? Ja, wir danken mal wieder fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht es um Depression. In der Depression. Nee, in der Dissoziation. Dissoziation. Und ja, und von da aus geht es dann weiter zu
Misstrauen. Aber Genau. das ist dann im dritten Teil. Ja, alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe, ciao, ciao. Tschüss.